Auf geht's Erlangen! Auf geht's Erlangen! Rot-Blau HCE! So, hallo zusammen, hiermit eröffne ich die Pressekonferenz zur Bekanntgabe unserer Neuverpflichtung von Gedeon Guardiola. Auf der Bühne begrüßen möchte ich unseren Geschäftsführer René Selke, den Trainer und Sportdirektor Raul Alonso, den zukünftigen Spielerpartner von Guardiola, Sven Sontowski, und den Spieler Gedeon Guardiola selbst. Das erste Wort hat unser Geschäftsführer. René, dein Statement zur Neuverpflichtung bitte. Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Ich bin unglaublich glücklich und sehr stolz, dass wir ihn heute hier einen wirklich absoluten spektakulären Neutransfer verkünden können. Gedeon, herzlich willkommen hier beim HC Erlangen. Wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass du hier bist. Ich meine, der Name spricht für sich. Jeder, der sich ein bisschen im Handball auskennt, weiß, was dieser Mensch neben uns hier alles schon gewonnen hat. Ich glaube, seine Vita und seine Erfolge, die passen nicht auf eine Seite. Da braucht man ja schon zwei Seiten, um das alles zu nennen. Das werde ich auch jetzt nicht alles einzeln runterbeten. Aber ich glaube, man kann schon sehr, sehr, sehr leicht erkennen, da, wo Gedeon hinkommt, kommt der Erfolg relativ schnell hinterher. Er hat jetzt schon einige Stationen hier in Deutschland gehabt, nahm dich natürlich 8 Jahre lang bei den Rhein-Neckar-Löwen, hat mit diesem Verein quasi alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. 2-mal deutscher Meister, ERF-Pokalsieger, DRB-Pokalsieger, Supercup. Ich glaube, mehr geht nicht. Und dann die letzten 3 Jahre bei seinem jetzigen Arbeitgeber, dem TBV Lemgo, zu verbringen und die in einer schwierigen Zeit wieder zum DRB-Pokal zu führen, 3-mal in Folge auch ins Final Four zu bringen, ins internationale Geschäft zu führen. Also ich glaube, ja, das spricht für sich. Und wenn man dazu noch die internationalen Erfolge nimmt, Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, einer der führenden Top-Nationen dieser Welt, in den letzten Jahren auch alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, olympische Medaillen, Europameister, Weltmeister. Also ich glaube, nicht viele Spieler in dieser Liga können so eine Vita aufwerten. Dementsprechend sind wir sehr, sehr stolz, Gedeon hier heute bei uns vorstellen zu dürfen. Und wir mussten ja auch schon vor kurzem sehr leidvoll erfahren, welche Qualitäten er nach wie vor immer noch hat. Das ist ja vielen noch bekannt. Vor wenigen Wochen war das Heimspiel gegen den TBV Lemgo. Gedeon mit 6 Toren, bester Werfer seiner Mannschaft, und hat uns das Leben mehr als nur schwer gemacht. Dementsprechend ja, mussten wir da schon sehr leidvoll erfahren, über welche Qualitäten im Angriff er verfügt. Aber ich glaube, und das ist mir und uns sehr, sehr wichtig, auch nochmal ganz klar hier darzustellen, Erfolg, vor allem nachhaltiger Erfolg, kommt niemals ausschließlich durch eine gute Angriffsleistung, sondern das Herzstück des Erfolges ist immer die Abwehr. Gedeon ist seit vielen Jahren der Abwehrchef seiner Mannschaften immer gewesen und nach wie vor und hat da einfach überragende Qualitäten, wo wir der Meinung sind, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Puzzlestück für unsere nächsten Jahre, für unsere Zukunft, weil er einfach den jungen, ehrgeizigen, hungrigen Leuten, die wir haben, ich meine, wir haben in der Vergangenheit viele junge Leute dazugeholt, wir haben die Mannschaft stark verjüngt in den letzten Jahren. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass es aber auch sehr wichtig ist, erfahrene und am besten auf international hohem Niveau spielende Spieler dazu zu bekommen, die sozusagen als Anker fungieren, um diese Truppe auch anzuführen. Egal, mit wem man sich in der Liga unterhält, alle haben extrem hohe Wertschätzung für Gedeon. Es ist ein unfassbarer Sportler, aber ein unfassbarer Mentalitätsspieler. Alle lieben ihn, alle haben sehr, sehr großen Respekt vor ihm. Und ja, wie gesagt, ich glaube, er wird unserer jungen Mannschaft sehr, sehr gut tun. Er wird ein Schlüsselspieler sein für unsere Abwehr und dementsprechend sind wir unglaublich stolz. Und zu allerletzt möchte ich natürlich auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Firma Sontowski und Partner Group richten. Lieber Sven, seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon Unterstützer, Sponsor des HC Erlangen. Ohne so treuen Partner wie euch wäre das unmöglich, solche spektakulären Transfers möglich zu machen. Deswegen vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf eine weitere tolle Partnerschaft mit euch und Gedeon natürlich auf tolle Jahre auch mit dir. Vielen Dank. Danke dir, René. Herr Sontowski, warum haben Sie Guardiola für die Spielerpartnerschaft ausgewählt? Ja, also auch erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Wir freuen uns auch sehr, dass so ein hochkarätiger Spieler nach Erlangen kommt und dann noch so sympathisch dazu. Und die letzten, was waren es jetzt, ich glaube 6 Jahre, war ja Johannes Selin, der zum Ende der Saison den Verein verlässt, unser Spielerpartner. Und wir setzen da auch immer als Unternehmen auf Langfristigkeit, genauso wie in unserem Geschäftsmodell mit allen Partnerschaften. Und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, hier einen neuen Spielerpartner zu gewinnen. Und da haben wir natürlich sofort zugeschlagen. Und ich möchte ihn auch persönlich ganz herzlich willkommen heißen. Und damit verbunden mit der Spielerpartnerschaft freuen wir uns auch, dass wir in der Saison 2023, 2024
Jetzt, ich glaube, im 26. Jahr den Erlanger Handball unterstützen, trotz stürmischer Zeiten auch hier frühzeitig unser Commitment geben. Und wir freuen uns auf die Saison und wir hoffen natürlich auf ganz viele Tore, denn dann erscheint unser Logo möglichst häufig auf die Videowürfel. Raul, was bedeutet die Verpflichtung von Guardiola für den HC Erlangen aus sportlicher Sicht? Ja, guten Morgen zusammen. Ich persönlich bin auch sehr zufrieden und sehr glücklich, dass Gedeon Teil unserer Mannschaft ab kommender Saison sein wird. Ich glaube, dass es nicht nur damit zu tun hat, dass es ein großartiger Spieler ist, der natürlich auch extrem viel Erfahrung verfügt, der auch weiß, wie man innerhalb einer Mannschaft Strukturen und Mechanismen greifen, sondern letztendlich geht es auch darum, unsere Mannschaft so zu verstärken, dass wir in der Lage sind, einfach künftig in die nächsten Stufen zu kommen. Ja, und dazu benötigen wir natürlich auch Spieler, die mein Spielsystem auch verinnerlicht haben und den anderen auch helfen, noch schneller hinzukommen. Dementsprechend haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir da diese Idee einfach mal auf dem Platz übermitteln können. Und natürlich geht es auch darum, dass wir als Team sehr gut auftreten, dass wir da in ein gutes mannschaftliches Gebilde immer abgeben können. Und dementsprechend brauchen wir auch Spieler, die diese Erfahrung haben, Mannschaften auch zu bereichern. Nicht nur mit der Persönlichkeit, sondern auch mit der Qualität. Von daher großes Glück. Und ich glaube, dass wir da alle eine sehr schöne Zeit vor uns haben. Danke dir. Das letzte Wort hat Gedeon selbst. Was sind deine Erwartungen an die Zeit beim HC Erlangen? Ja, hallo, guten Morgen. Wann ich habe diesen Anruf von Raul bekommen, es war super, super Nachrichten für mich, weil nach dieser Zeit, dass der TBV Lengo mir gesagt hat, dass kann nicht mehr bleiben in der TBV Lengo, nicht verlängern. Meine Meinung ist immer hier in Deutschland bleiben und dieser Anruf von Raul war super Nachrichten für mich. Und wir haben einfach gesagt, unterhalten über dieses Projekt in der HC Erlangen und dass mir 100% sicher, dass ich musste hier in diesen Verein kommen und ich hoffe, mein Niveau zeigen vor die bessere Leistung geben in der Mannschaft. Vielen Dank. Hat die Presse an der Stelle irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Ja, das Mikro noch. Einmal kurz das Mikro. So, jetzt bitte. Gideon, hallo. Willkommen in Erlangen. Was sind deine Ziele konkret mit dem HCE? Anschlussfrage bzw. einen Schritt zurück. Man dachte ja eigentlich, dass du nach über 10 Jahren Bundesliga, über 11 sogar schon, nach Spanien auch zurückgehst, in deine Heimat. Was treibt dich an, was motiviert dich bei dem Engagement hier in Erlangen, das nochmal aufzuschieben? Ja, das stimmt. Ich habe überlegt, nach Spanien gehen, das stimmt, aber mit Nationaltrainer, ich habe mitgesprochen, ich kann noch in der Nationalmannschaft bleiben und ich weiß, dass hier in der Bundesliga bleiben hilft mir zu guter Leistung haben und dann eine Mannschaft wie HC Erlangen, das hilft mir auch persönlich mit meinen Zielen und überhaupt die große Ziel, dass ich in Zukunft habe oder nächste Saison, ist Olympia. In Olympia gehen wieder und ich glaube, bleiben in Bundesliga ist die beste Lösung. Und ich bedanke HC Erlangen von dieser Gelegenheit gegeben und ich finde es gute Option für Olympia gehen wieder und auch zusammen, ne? Wie HC spielt besser oder eine Stufe mehr gehen, ist alle. Ich hoffe, dieses Projekt ist besser für beides. Gibt es weitere Fragen?
Bitte? Ich hätte zwei Fragen. Die erste an Herrn Selke. Was sagt es über einen Verein aus, so einen Transfer mittlerweile stemmen zu können? Also was ist vielleicht auch der Weg, der jetzt dann vor dem HC Erlangen liegt? Und die zweite Frage an Herrn Guardiola selbst. Herr Sandowski hat gerade gesagt, er setzt auf Langfristigkeit. Wenn Sie jetzt auch 6 Jahre spielen, sind Sie 44. Halten Sie so lange wirklich durch? Ich würde mal die erste Frage beantworten. Ja, für uns ist das natürlich ein weiterer Meilenstein, so einen Spieler hier bei uns verpflichten zu können. Ganz klar, wie schon eingangs gesagt, ist es für uns ein wichtiges Puzzlestück. Wir hatten vor einigen Jahren schon mal auch einen Spieler, etwas, ich sag mal, handballerisch gehobenen Alters mit dem Namen Pavel Horak, der uns gerade in dieser Anfangszeit in der ersten Liga unglaublich in der Abwehr geholfen hat. Seine Erfahrung, sein internationales Niveau war einfach für uns maßgeblich und daran ein bisschen orientierend haben wir gesagt, Mensch, wir haben eine wahnsinnig gute Abwehr, wahnsinnig gute Inblock-Spieler, aber alle noch relativ jung, noch relativ unerfahren. Wir brauchen da irgendwo auch einen Leitwolf, sage ich jetzt mal, der die jungen Spieler auch so ein bisschen führt. Und ja, wie schon gesagt, Gideon ist da eine ganz, ganz wichtige Personalie für uns, mit dem wir natürlich auch die nächsten Schritte angehen wollen. Ganz klar, wir sind ein ehrgeiziger Verein, wir haben ehrgeizige Ziele, wir wollen natürlich auch weiterkommen. Und da wird natürlich Gideon uns mit Sicherheit auch bei helfen. Ja, das stimmt, ich bin 38 Jahre alt und vielleicht die Leute denken, dass diese Spieler kann nicht mehr spielen oder alles geben, aber trotzdem, ich fühle mich jeden Tag super, die Motivation ist noch hoch. Jetzt ich habe andere Motivation, zum Beispiel helfen die jungen Spieler, dass die Mannschaft läuft besser, das ist mir auch ein persönliches Ziel meine Körper fühlt noch besser, ich habe keine große Verletzung, dass ich kann nicht richtig gut laufen oder so, ne? Ich habe nichts von das und deswegen ich fühle mich noch gut, ich sehe mich noch mit guter Leistung in Bundesliga, weil jede Woche ich kann noch gute Leistung haben mit der BV Lengo momentan und deswegen, ich fühle mich gut noch vor Bundesliga spielen. Also. Ja, genau. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Dein Bruder Isaias hat ja hier in Erlangen beim HCE 2016-17 auch schon gespielt. Kennst du dadurch die Stadt, die Umgebung, auch einige Akteure noch oder war da im Profigeschäft, im Vollbetrieb, bei unterschiedlichen Vereinen war wenig Zeit dafür? Nee, er war einfach nur eine Saison, das ist so gut, aber trotzdem, er hat gute Erinnerung hier. Er hat noch gute Freunde da, er hat mir die Kontakt gegeben und so. Aber er hat nur gute Worte vom Verein und von der Stadt und deswegen ist ein guter Grund auch zu dieser Zeit und nehmen von nach HC Erlangen kommen und ja, er war ganz zufrieden auch hier. Leider diese Sportleistung, seine Sportleistung war nicht top, aber ja, gute Worte hat. Eine Frage habe ich auch noch, und zwar der René Selke sagte, dass deine besondere Qualität auch die Abwehrarbeit ist, Defensivzentrale. Diese Leidenschaft für das Verteidigen, hast du das schon immer gehabt in deiner Karriere, dieses Talent? Oder, meine Rolle wie Abwehrspieler war früher genommen in Spanien. Ich habe diese große Rolle in Nationalmannschaft auch. Aber das ist komisch, weil wenn meine Ende Karriere kommt, ich spiele mehr in Angriff. Normalerweise ist es anderes oder Gegenteil. Und dann ich fühle mich auf jeden Fall, ich habe mehr Erfahrung in Abwehr. Ich will meine große Rolle in Abwehr haben, aber in Angriff ich kann auch helfen die Mannschaft in der zweiten Welle. Ich versuche noch Tore machen, in schnelle Tore machen. Aber wir wollen unsere Abwehrkonzept in Mannschaft bauen. Das ist wichtig. Wir brauchen Zeit zu diese Verbindung mit anderen Spielern und
ich hoffe, es sieht gut aus in Zukunft, ja. Weitere Fragen? Noch eine Anschlussfrage. Welche Rolle hat Raúl Alonso gespielt für den Transfer? Oder anders gefragt, wären Sie auch hier, wenn er nicht hier wäre? Also wahrscheinlich liegt auf der Hand, dass da natürlich die Verbindung auch eine wesentliche Rolle gespielt hat für den Wechsel. Ja, er war die. Er hat meinen Kontakt bekommen und ruft mich an. Und ist einfach auch. Wenn das passiert, ich glaube, passiert auch, wenn ein deutscher Trainer in Spanien ist und nimmt einen deutschen Spieler. Ich glaube, dieser Spieler hat mehr Vertrauen mit seinem Konzept, mit deutschen Konzept. Das passiert uns auch hier. Wir dieses spanische Handballkonzept, wir wollen hier besser machen oder entwickeln besser. Und dann für mich ist wichtig. Ich hoffe, wir kennen uns nicht vorher wie Trainer und Spieler ich hoffe wird besser machen in Zukunft und ich will auch nicht seine rechte Hand in der Mannschaft, ne? Ich bin noch ein Spieler, ich bin andere Spieler wie die Reste und ich glaube, wenn er muss mir ich weiß nicht beschweren oder mehr drücken mich. Ich bin ein Spieler und ich muss akzeptieren und ich bin ein anderer Spieler deswegen. Aber ich fühle mich besser oder gemütlich mit einem spanischen Trainer hier. Das stimmt. Weitere Fragen? Wenn an der Stelle keine Fragen mehr sind, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um noch kurz auf unser Heimspiel am Donnerstag gegen Leipzig in der Arena Nürnberger Versicherung hinzuweisen. Anwurf ist um 19.05 Uhr. Tickets gibt es wie immer im Onlineshop unter hc-erlangen.de oder am Spieltag selbst an der Abendkasse. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Dankeschön. Auf geht's Erlangen, auf geht's Erlangen, Rot-Blau HCE.